So, ich habe jetzt bin ich durchs Tor gelaufen und versuche euch jetzt mal einzufangen, was hier abgeht. Ihr seht, dass es sehr voll ist. Die Straße, die Brandenburger Straße, ist schwarz von Menschen, voll von Menschen. Es ist gerade mal Samstagmittag. Das heißt, noch sitzen da in den Fleischtöpfen, die sind noch gar nicht alle unterwegs. Heute Nachmittag ist es dann richtig dolle. Ne? Also, hier ist zum Beispiel die Königliche Porzellanmanufaktur, KPM. Und noch ein hübsches Hotel ist hier, das Hotel am Brandenburger Tor. Haben wir ein Steakhouse. Cafés, Apartments, ein Eisdiele, da war mal ein Fischrestaurant, das wird jetzt gerade saniert. Keine Ahnung, ob da wieder ein Fischrestaurant reinkommt. So. Was? Ach, habt ihr gehört, das ist jetzt die Krankenkasse. Nichts mehr Fischrestaurant. Ach, was mal Fischrestaurant, das ist die Krankenkasse. Na klar, die nehmen sich ja die schönsten Immobilien hier, ne? Super, okay. Arbeitsamt und die Krankenkasse und der Aldi, die haben immer die schönsten Immobilien. Hier gibt es sogar, trotzdem gibt es sogar ein Aldi am Wasser, ein Wassergrundstück. Könnt ihr euch das vorstellen? So, also. Das ist die Königliche Porzellanmanufaktur. Guck mal, hier ist Osterli, Osterhasi. So. Ich glaube, die Hanna will nicht mit aufs Bild. Oder? Hanna fühlt sich heute nicht schön genug, obwohl die immer schön ist. Aber die jungen Leute, ich sag's euch. So, wartet mal. Ich habe jetzt den Stab nicht genug ausgefahren. Kann man das nach hinten so sehen? Guck mal hier, ich laufe jetzt mal mit euch mit hier. Immer. Die russischen Weisen werden jetzt hier gesungen und getrellert. Und, nee, nicht getrellert, das ist ein Dingsbums hier. Für ein Fischerklavier. Schifferklavier. Gut macht er das hier. Okay. Ich drehe mich mal wieder rum. Aber wenn man die filmt, sollte man schon was spenden. Voll russisch. So. Cool. So, also. Hanna, spende mal bitte. Schmeiß mal da was rein. Schmeiß mal einen Euro rein oder so. Ich gebe dir den Geld. So, der junge Mann kriegt jetzt hier was. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich komme aus Weißrussland. Doch, aus Weißrussland. Schön. Jetzt ja. Bist aber hier drauf, ne? Du bist jetzt hier drauf. Du bist jetzt hier drauf, Aljoscha oder whatever. Super. Ja. Okay. Ja, schmeiß rein. Danke. Dankeschön. Vielen so, Dank. Bitte. Danke. Pass auf. Aljoscha haben wir jetzt mal gefilmt. Also um euch das zu zeigen, hier sind so immer so Innenhöfe und in diesen Innenhöfen sind so Geschäfte. Ich hatte die russische Seele, das ist mal voll das Drama in dieser Musik. Moms Kitchen. Ach, Moms vietnamesische Kitchen. Guck mal, hier ist auch ein Vietnamese, Hanna. Also es gibt, wisst ihr, okay, ich mache euch wieder mal. Mir ist aufgefallen, in Potsdam gibt es sehr viel asiatische Küche. Vietnamesisch, koreanisch, Thailand, also sehr, so, sehr viel Küche so. Nein, kannst du mal was sagen? Du musst ja nicht mit drauf kommen. Kannst du mich mal verbessern? Wie nennt man denn diese Küche? Vietnamesische Küche? Asiatisch? Habe ich das nicht schon gesagt? Okay, Kissi kann noch mal ein bisschen doof sein, ne? Das liebt er so, ne? Wenn ich so ein bisschen so frei von der Leber weg einfach so ein Shit da erzähle manchmal. Ja, so. Also, wir warten jetzt auf Claudia, die gleich kommt. Und dann gehen wir nämlich zum Mittagessen. So, mach ich mal wieder rum. So, also nochmal ein Schwenk. Hier haben sich natürlich ganz viele Ketten niedergelassen, wie C und A und so on. Aber es gibt immer zwischendurch mal so ganz nette Geschichten, wie zum Beispiel hier so eine Eismanufaktur, wo es ganz fantastisches Eis gibt. Dann hier dänisch-französisch Cheese Cloud Chili, das gibt es ja so leckere Hot Dogs. Dann gibt es auch noch Gewürzläden, also es gibt ein paar kleine Geschäfte, aber es gibt eben auch die Ketten, wie Butlers zum Beispiel. Naja, also Potsdam... Hier schließen die Läden und öffnen sie. Hier gibt es auch einen tollen Lindstore, wo ganz viele Osterhasis drinstehen, war ich schon. Ganz, ganz toll. Und da gibt es noch die tollen Makaroneier. Weißt du, die Erdbeermakaroneier und so weiter. Aber die Pralinen, die ich hier gekauft habe, die sind auch von den Makaronen. Oh,
Also Hanna hört ja nur aus dem Off heute, ne? Die will nicht gezeigt werden. Die fühlt sich heute nicht schön, die hat einen Pickel, ne? Jetzt kriege ich einen, jetzt bin ich gehauen worden. Ich bin ja... Die jungen Mädchen haben so mal einen Pickel und fühlen sich hässlich. Also die, dabei sind sie immer schön, ne? So, also guck mal, das ist jetzt hier... Wartet mal, dass ihr das sehen könnt. Die gehen also von der Hauptstraße hier so, ne? Schwenk, schwenk, gehen immer so kleine Nebenstraßen ab, ne? Und da gibt es überall hübsche kleine Geschäfte. Und hier ist sehr viel Leben in der Bude. Das heißt, hier sind überall auch so, na, wie sagt man, so, stelle ich mir da um, so Straßendings, also wo man so draußen sitzt, ne? Also draußen sitzt und essen kann und Kaffee trinken kann. Und hier gibt es sehr, sehr viel Privatinitiative noch, also private Leute, die Cafés aufmachen, die Restaurants aufmachen, die Creperies aufmachen, also nicht nur Döner, ne? Döner gibt es auch ohne Ende, aber es gibt auch sehr viele tolle Cafés. Ja, so, das war's jetzt. Das war's erstmal. Ach, hier ist immer schon wieder so ein Hasenladen hier. Also ihr Süßen, macht's gut, ne? See you soon. Ciao, ciao. Mecklenburg, Mecklenburger Backstube. Gut.